Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. UVXY, habt ihr das schon mal gehört? Das ist ein ETF auf die Volatilität und dieser ETF, der wird sich nächste Woche verfünffachen im Wert. Warum? Es gibt einen Resplit. Was müssen wir dabei beachten? Das und mehr jetzt im Video. Der UVXY ist quasi der auf Steroiden stehende Bruder des VXX. Ihr alle kennt den VXX, ein ETF, der versucht, die Volatilität abzubilden, indem er immer den ersten und zweiten Future des VIX kauft. Ihr wisst, dieser VXX neigt dazu, immer weiter zu fallen aufgrund der Rollverluste, die er eben hat. Und was ist der UVXY? Das ist das Ganze einfach nur gehebelt, nämlich mal 2. Das heißt, hier geht es doppelt so schnell, sowohl nach unten als auch wenn er mal ansteigt nach oben. Der UVXY ist von ProShares aufgelegt. Ihr seht auch hier mal die Entwicklung dieses UVXY zuletzt in den letzten Tagen. ProShares, das ist ein großer Anbieter von ETFs in den USA und die haben sich so ein wenig spezialisiert auf alternative ETFs. Das heißt also, bei denen findest du zwar auch die klassischen Sachen, also ein ETF aus den S&P und so weiter, aber bei denen gibt es eben viel diese Dinge auf Volatilität, auf Goldminenindizes und so weiter und so fort, sehr häufig auch gehebelt. Also so richtig was für die Leute, die gern auch mal ein bisschen aggressiver am Markt unterwegs sind. Der UVX selber wurde im Oktober 2011 aufgelegt und mittlerweile schon 5-mal gesplittet und zwar jeweils Resplits gemacht. Was ist ein Resplit? Ihr kennt das vielleicht, dass wenn eine Aktie zu teuer geworden ist, dann splittet man die, damit sie optisch billiger wird. Also kürzlich hat das beispielsweise Apple gemacht. Die sind, glaube ich, 1:3 gesplittet worden. Demnächst wird das sicherlich mal Google machen, weil die ja mittlerweile in Bereichen um $600 kosten. Amazon wird das mal machen. Die einzige Aktie, die es schon seit Ewigkeiten gibt, die nie gesplittet wurde, ist Berkshire Hathaway. Deswegen kann die sich ja auch kaum noch jemand leisten, weil die, glaube ich, $200.000 kostet. Aber grundsätzlich werden eben Splits durchgeführt, dass man optisch teure Aktien oder ETFs billiger macht. Bei einem Resplit passiert genau das Gegenteil. Hier werden mehrere ETFs oder Aktien zusammengefasst, damit der Preis teurer wird. Und bei so etwas wie dem UVXY macht das natürlich besonders Sinn, weil wir wissen ja, aufgrund der permanenten Abwärtsbewegung, die diese Instrumente haben, aufgrund der Rollverluste, würden die sonst ohne diese Resplits mittlerweile im 0,00x% oder 0,00x-Bereich notieren und die wären also überhaupt nicht mehr handelbar. Und deswegen, es wird auch gemacht, diese Resplits werden auch gemacht, damit man den Preis also optisch wieder anhebt, dass man sie über bestimmte Grenzen hebt, zum Beispiel eben, sie müssen oberhalb von $5 bleiben oder sie sollen oberhalb von $10 bleiben. Das liegt unter anderem daran, dass sehr viele institutionelle Investoren haben in ihren Kriterien für die Anlage stehen, dass sie diese kleingepreisten ETFs oder auch kleingepreiste Aktien nicht handeln dürfen. Das heißt, viele institutionelle Händler sagen, wenn ein ETF unter $5 kostet, dann handle ich ihn nicht mehr. Wenn eine Aktie unter $10 kostet, dann handle ich sie nicht mehr. Und deswegen macht man eben diese Resplits. Das Ganze ist rein eine optische Sache, damit die eben einfach teurer werden. Und es ist natürlich auch eine Sache für die Optionshändler, weil ihr könnt euch vorstellen, der UVXY kostet momentan so um die $6. Und ihr könnt euch vorstellen, was es da für Prämien gibt, natürlich sehr, sehr kleine nur. Macht man den jetzt durch so einen Resplit optisch teurer, also das heißt in dem Falle, der Resplit wird 1:5 sein. Genau, 1:5, das heißt also ein neuer entspricht 5 alten, das wird also verfünffacht sich. Das heißt, so ein neuer ETF wird dann nicht mehr 6 kosten, sondern 30 und das wird natürlich auch entsprechend die Optionsprämien anheben. So, was müssen wir jetzt beachten, wenn dieser Split am kommenden Montag, am 25. Juli durchgeführt wird? Wer bestehende Positionen hat, der muss sich eigentlich überhaupt keine Sorgen machen. Stellt euch vor, ihr habt beispielsweise 100 Stück dieses UVXY Short im Depot, ihr setzt also auf fallende Preise, dann werdet ihr am Montag nur noch
20 Stück Short im Depot haben, aber es sind nicht etwa 80 Stück verschwunden, sondern ihr werdet die einfach zu einem deutlich höheren Preis Short im Depot haben. Wenn ihr also angenommen, ihr seid bei 10 Short gegangen und ihr seid jetzt auf 6 gefallen, liegt ihr ja $4 pro ETF vorn. Und dann wird das Ganze umgerechnet, das heißt, es wird gesagt, ihr habt jetzt nur noch 20 Stück, aber die sind eben dann plötzlich bei 50 Short und liegen eben jetzt bei 30, sodass genau das gleiche am Ende wieder rauskommt, wenn ihr euch das ausrechnet, von 50 auf 30 und ihr habt dann plötzlich nur noch 20 Stück. Das ist genau dasselbe wie von 10 auf 6 mit 100 Stück. So, das heißt also, auch wer Optionen hat, bestehende Optionen, müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Die Preise werden einfach angepasst. Das heißt, aus einem 8er Call wird eben dann beispielsweise ein 40er Call. Allerdings, und darauf kommt es jetzt an, es ändert sich natürlich für die alten Optionen das Bezugsverhältnis. Das heißt, hat sich vorher ein 8er Call auf 100 Stück ETFs bezogen, bezieht sich eben jetzt der neue 40er Call nur noch auf 20 Stück des ETFs, weil es ja sonst plötzlich eine viel zu große Position wäre. Das heißt, es wird sich überhaupt nicht auswirken, weder in der Margin noch in den Positionen, die ihr habt. Das wird alles gleich bleiben. Was sich allerdings ändert, ist natürlich, wenn wir dann ab kommender Woche den UVXY handeln werden und machen neue Positionen. Weil jetzt alle neuen Optionen, die dann begeben werden, es wird sicherlich sofort ab Montag neue Serien geben, die werden dann die alten Bezeichnungen haben und die alten Optionen, die werden so eine Zusatzkennung haben. Entweder Punkt 1 oder ein Buchstabe dazu, das werdet ihr, wenn ihr da was im Depot habt, werdet ihr das sehen. Wenn ihr jetzt allerdings dann neue Optionen macht, dann müsst ihr natürlich eins beachten, diese neuen Optionen beziehen sich dann jetzt wieder auf 100 Stück des ETFs und der ist natürlich jetzt fünfmal so teuer wie bisher. Das heißt, gerade wenn ihr ein kleines Konto habt und ihr hattet jetzt gesagt, okay, komm, ich verkaufe mal hier einen 8er Call als Beispiel, dann hattet ihr ja quasi 8 mal 100 einen Wert von $800, den ihr da bewegt habt. Wenn ihr jetzt plötzlich sagt, okay, ich mache jetzt einen 40er Call, was genau dem gleichen entspricht, aber jetzt bezieht sich natürlich der 40er wieder auf 100 Stück. Das heißt also, jetzt habt ihr plötzlich einen Wert von $4.000, den ihr bewegt. Und da müsst ihr natürlich aufpassen, gerade wenn ihr kleine Konten habt, dass ihr plötzlich nicht zu große Positionen habt. Oder wenn ihr diesen UVXY, wir machen das hin und wieder mal, direkt short handelt. Und ich habe bis jetzt immer gesagt, naja, komm, wenn der so um 8 ist, dann gehe ich einfach mal 50 Stück Short. Wenn der eben jetzt wieder bei 40 sein wird oder bei 30 wird er ungefähr sein und ihr geht 50 Short, dann ist das natürlich eine fünfmal so große Position. Das heißt, dann dürft ihr eben bloß noch 10 Stück Short gehen. Passt da also auf, wenn ihr gerade kleinere Konten habt, wer große Konten hat, für den dürfte das keine allzu große Rolle spielen. Ich persönlich freue mich auf diesen Resplit, weil dann natürlich die Optionsprämien hochgehen. Das heißt, er wird wieder interessanter zum Handeln. Und ich bin mir relativ sicher und ich mache mal eine Voraussage in die Zukunft, das wird nicht der letzte Resplit sein, den wir in diesem Jahr sehen, sondern wir werden auch quasi den großen Bruder, den VXX, der sich ja auch Richtung 10 bewegt momentan, auch da werden wir in diesem Jahr noch einen Resplit sehen. Und auch das macht es dann für uns wieder insgesamt interessanter zum Handeln. Deswegen ist es eine super Sache, dass also hier der Anbieter hergeht und macht diesen Resplit. Wie gesagt, jetzt mal als erster Schritt UVXY mit zum 25. Juli Resplit 5:1. Und wir sind dann in der Lage, den wieder viel, viel besser zu handeln als bisher. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch geholfen, in Zukunft noch besser mit Volatilitätsprodukten umzugehen. Wenn ihr Fragen habt zu speziellen Volatilitätsprodukten, wie man diese handeln kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer 1, durchsucht einfach mal diesen Kanal. Hier gibt es ganz, ganz viele Videos zu diesem Thema VXX, SVXY, XIV, haben wir alles schon mal behandelt, aber das könnt ihr euch also nochmal anschauen oder aber natürlich das Einfachste. Schreibt mir eure Fragen hier unten in die Kommentare. Ich gehe gerne darauf ein, ich helfe euch weiter, damit ihr auch diese wunderbare Welt der Volatilitätsprodukte nutzen könnt. Denn die sind oftmals sehr, sehr gut geeignet, um wirklich gutes Geld hier zu verdienen. Das war's für heute. Ich freue mich auf euch, aufs nächste Video. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.